Hey, willkommen zu einem neuen Video. Hast du dir schon mal ein Produkt im Supermarkt angeschaut, sein Logo und gedacht, dass es eigentlich unpassend ist? Jemand hinter den Kulissen trifft die Entscheidung, bestimmte Zeichen oder Namen zu verwenden, die heute nicht mehr akzeptiert werden. Seit 2020 hat sich alles geändert und die Menschen fordern Gerechtigkeit für diese Produkte. Heute zeigen wir euch 20 umstrittene Lebensmittelprodukte, die angepasst werden mussten. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Die Muttergesellschaft von Edice, Dreyer's Grand Ice Cream, hat beschlossen, den Namen ihrer Eskimo Pie Eisriegel zu ändern, weil sie Bedenken wegen kultureller Sensibilität hat. Diese Entscheidung kam nach weltweiten Protesten der Black Lives Matter Bewegung, einer internationalen Bewegung gegen antischwarzen Rassismus. Viele Unternehmen überarbeiteten derzeit ihre Logos, Themen und Marketingstrategien, um problematische Elemente anzusprechen. Der Eskimo Pie Eiscreme-Riegel wurde erstmals 1922 von Christian Kent Olsen aus Ohio und seinem Geschäftspartner Russell C. Stover patentiert. Ursprünglich sollte er einem Jungen helfen, der sich nicht zwischen Eiscreme und einem Schokoriegel entscheiden konnte. Nelson und Stover fanden einen genialen Weg, Eiscreme mit geschmolzener Schokolade zu überziehen und erfanden so den Eskimo Pie. Die Verwendung des Begriffs Eskimo im Produktnamen wird jedoch heute von vielen als unangemessen und beleidigend für das Volk der Inuit und Yupik in Alaska angesehen. Viele von ihnen sehen diesen Begriff als kolonial und von nicht-indigenen Menschen aufgezwungen an. Der neue Name Edice Pie wurde als Hommage an einen der Firmengründer, Joseph Edice, gewählt. Nummer 19. Vor einiger Zeit beschloss Turners & Grovers, chinesische Stachelbeeren in Kiwis umzubenennen. Im Jahr 1904 wurden die ersten Kiwisamen von Mary Isabel Fraser, der Direktorin des Whanganui Girls College, nach Neuseeland gebracht. Sie hatte diese Samen während ihrer Besuche in Missionsschulen in China gesammelt. Die Samen wurden 1906 von Alexander Allison, einem Gärtner aus Whanganui, eingepflanzt und 1910 begannen die Kiwi-Reben Früchte zu tragen. Da diese Früchte ein wenig wie Stachelbeeren schmeckten, nannte man sie zunächst chinesische Stachelbeeren. Aber gehen wir zurück in die 1950er Jahre, während des Kalten Krieges. Neuseeland beschloss, diese köstlichen Früchte in die Vereinigten Staaten zu exportieren. Sie dachten daran, sie Melonetten zu nennen, aber den amerikanischen Importeuren gefiel diese Idee wegen der hohen Einfuhrzölle auf Melonen und Beeren nicht. Dann, im Juni 1959, kam ein Mann namens Jack Turner bei einem Treffen von Turners & Growers in Auckland auf die Idee, die Kiwis Kiwis zu nennen, und diese Idee blieb hängen. Te Puke, eine Stadt in der Region Bay of Plenty, in der die neuseeländische Kiwi-Industrie ihren Anfang nahm, nennt sich stolz die Kiwi-Hauptstadt der Welt. Nummer 18. Nach heftiger Kritik wegen der abwertenden Darstellung einer schwarzen Frau wurde Aunt Jemima komplett umbenannt. Die Marke heißt jetzt Pearl Milling Company und hat einen neuen Namen, ein neues Logo und ein neues Erscheinungsbild. Aunt Jemima war eine der ersten Marken, die inmitten der massiven Proteste gegen George Floyd in den Vereinigten Staaten ankündigte, dass sie ihren Namen ändern würde. Die Marke wurde ursprünglich 1889 von zwei Personen namens Chris Rudd und Charles Underwood gegründet. Im Jahr 1933 engagierte das Unternehmen eine schwarze Frau namens Anna Robinson, um die Figur der Tante Jemima darzustellen. In den 1950er und 1960er Jahren wurde die Figur später von der Schauspielerin Eileen Lewis verkörpert. 1989 versuchte das Unternehmen, Tante Jemimas Image zu modernisieren, indem es ihr Perlenohrringe und einen spitzen Kragen verpasste, was als zeitgemäßer Look bezeichnet wurde. Als PepsiCo die Marke Aunt Jemima 2001 aufkaufte, hieß es, die Marke stehe für liebevolle Mütter mit unterschiedlichem Hintergrund, die das Beste für ihre Familien anstreben. Der neue Name Pearl Milling Company erinnert an die ursprüngliche Mühle, die 1888 gegründet wurde und 1889 mit der Herstellung von selbstquellendem Pfannkuchenmehl begann. Ob die Menschen das alte Logo als mütterlich oder rassistisch ansahen, hing von ihrem Blickwinkel ab. Der neue Name und das neue Branding sollen diese Kontroverse jedoch hinter sich lassen und ein integrativeres Image schaffen. Nummer 17. Knorr, das deutsche Lebensmittelunternehmen, das zu Unilever gehört, hat beschlossen, den Namen seiner beliebten Zigeunersoße zu ändern, weil es Bedenken wegen des Namens gab. Der neue Name für die Soße ist ungarische Paprikasoße. Diese Entscheidung wurde im Rahmen eines breiteren Trends unter den Marken getroffen, nachdem es im August 2020 eine Welle von Protesten gegen Diskriminierung und Ungleichheit gegeben hatte. Die Namensänderung hat jedoch einen tieferen historischen Kontext.
Während des Nazi-Regimes wurden die Sinti, die seit Jahrhunderten in Deutschland lebten, auf der Grundlage der Rassenreinheitsgesetze zwangssterilisiert. Außerdem wurden Roma in Nazi-Lager deportiert, wo sie Uniformen mit einem Z für Zigeuner tragen mussten. Die Entscheidung, den Namen der Soße zu ändern, wurde vom Zentralrat deutscher Sinti und Roma positiv aufgenommen. Nummer 16. Im Jahr 2020 gab Nestlé bekannt, dass sie ein weiteres Produkt umbenennen und umgestalten wollten, weil sie Bedenken wegen der unsensiblen Natur des Namens hatten. Es ging um eine Reihe von Bonbons, die in Kolumbien unter dem Namen Beso de Negra verkauft wurden, was übersetzt Kuss einer schwarzen Frau bedeutet. Diese Entscheidung war Teil einer größeren Überprüfung des Nestlé-Portfolios, das mehr als 2000 Marken und 25.000 Produkte umfasst. Diese Überprüfung erfolgte als Reaktion auf das wachsende Bewusstsein für unangemessene Markennamen und visuelle Sprache. Nestlé betonte in einer Erklärung, dass das Unternehmen sicherstellen will, dass alle seine Marken mit seinen Werten und seiner Unternehmenskultur übereinstimmen. Deshalb hat Nestlé beschlossen, einige lokale Marken, die stereotype Bilder oder unsensible kulturelle Bezüge enthalten, umzubenennen und neu zu gestalten. Beso de Negra, die in Kolumbien verkaufte Süßwarenmarke, war eine der Marken, die sofort geändert werden sollte. Diese Überprüfung durch Nestlé war nicht auf Kolumbien beschränkt, sondern erstreckte sich auch auf andere Regionen. Nummer 15. In niederländischen Supermärkten konnte man früher eine beliebte Leckerei finden, die als Jodenkölken bekannt war. Das sind große, flache, runde Mürbegebäcke mit einem Durchmesser von etwa 10 cm. Der Name Jodenkölken wird seit dem 19. Jahrhundert verwendet, aber der Ursprung dieses Namens ist nicht ganz klar. Die Popularität der Jodenkölken wird zum Teil auf einen Bäcker namens Davila in Alkmaar, Niederlande zurückgeführt. Die Bäckerei Stam in Alkmaar begann 1883 mit dem Verkauf dieser Kekse und 1924 übernahm Gijs Verhoeven die Bäckerei. Durch lokale Zeitungsanzeigen und den Vertrieb in anderen Geschäften wurden Verhoevens Jodenkeuken schnell zu einem beliebten Produkt. Das Unternehmen stellt diese Kekse auch heute noch her, allerdings unter einem anderen Namen. Das Unternehmen, das hinter den Jodenkeuken steht, kündigte an, dass es den Namen dieser Leckerei ändern würde, um eine integrativere Gesellschaft zu fördern. Deshalb wurde der Name Jodenkeuken in Odekeuken geändert. Nummer 14. Coon Cheese, früher unter diesem Namen bekannt, ist eine australische Käsemarke, die mit einer Sorte Cheddar-Käse verbunden ist. Er wird von der Firma Warnham Boole Cheese & Butter hergestellt, die sich hauptsächlich im Besitz des kanadischen Molkereiunternehmens Saputo Inc. Corporations befindet. Der Käse wurde ursprünglich als Red Coon von der Kraft Walker Cheese Co. eingeführt, einer Partnerschaft zwischen Fred Walker und James L. Kraft, und zwar um 1931. Im Oktober 1949 meldete Kraft Foods Incorporations die Marke Coon für Käse beim US-Patentamt an und beanspruchte die Verwendung seit 1910. Die Entscheidung, den Namen zu ändern, fiel jedoch erst, nachdem Anrufe wegen des beleidigenden Charakters des Namens und seiner negativen Auswirkungen auf farbige Menschen eingegangen waren. Der neue Name Cheer-Käse wurde gewählt, um ein Gefühl von Freude und Positivität auszudrücken. Cam Bruce, der kaufmännische Direktor des Unternehmens, erklärte, dass die Verpackung dem aktuellen Branding ähneln und die Rezeptur unverändert bleiben wird. Er betonte auch, dass der Käse in Victoria aus australischer Milch hergestellt werden soll, um die lokalen Milchbauern zu unterstützen. Nummer 13. Das Schweizer Unternehmen Nestlé hat kürzlich Schritte unternommen, um ein bekanntes Süßwarenprodukt in Australien umzubenennen, das seiner Meinung nach nicht mit seinen Werten übereinstimmt. In einer Erklärung aus dem Jahr 2020 gab Nestlé bekannt, dass Allen's Red Skins in Red Ripper umbenannt werden soll. In den letzten Jahren gab es immer wieder Beschwerden über die Namen dieser Produkte. Das Wort Rothaut, das in Allen's Red Skins verwendet wird, gilt als abwertende Beleidigung für amerikanische Ureinwohner. Mit der Umbenennung von Red Skins in Red Ripper ist jedoch eine unbeabsichtigte Verbindung entstanden. Krimi-Fans haben festgestellt, dass The Red Ripper ein berüchtigter Spitzname des russischen Serienmörders Andrei Chikatilo ist. Es scheint, dass Nestlé versehentlich einen Namen übernommen hat, der Ähnlichkeit mit diesem berüchtigten Verbrecher hat. Mehrere Personen haben Nestlé dafür kritisiert, dass sie diese Assoziation vor der Umbenennung offenbar nicht erkannt haben. Nummer 12. Ein Moorkop ist eine traditionelle niederländische Delikatesse, die aus einer mit Schlagsahne gefüllten und mit weißer oder dunkler Schokolade überzogenen Profiterol besteht. Oft wird auch Schlagsahne, eine Mandarinenscheibe oder ein Stück Ananas darauf gelegt.
Um sich jedoch an die veränderten Empfindlichkeiten anzupassen, hat die beliebte Einzelhandelskette HEMA beschlossen, ab dem 30. März 2020 den Namen Moorkoppen für diese Windbeutel nicht mehr zu verwenden. Stattdessen werden sie Schokokugeln genannt, während das Produkt selbst unverändert bleibt. HEMA erklärte, dass die Entscheidung, das Gebäck umzubenennen, dem Wunsch entspringt, einen Namen zu haben, der besser in die heutige Zeit passt. Der niederländische Bäckerverband NBOV erklärte, dass die Diskussion über die Verwendung des Namens Moorkop relativ neu ist und dass die einzelnen Bäcker selbst entscheiden können, ob sie die Änderung umsetzen wollen oder nicht. Nummer 11. Im Jahr 2020 hat Lando Lake seine Verpackungen neu gestaltet, noch bevor viele andere Marken auf der Liste ihre eigenen Rebranding-Pläne bekannt gaben. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-Jährigen bestehen sollte Lando Lakes ein neues Design vorstellen, das die Geschichte des Unternehmens als Landwirt besser widerspiegeln sollte. Eine wichtige Änderung war die Entfernung des Bildes einer indianischen Frau namens Mia, die lange Zeit auf den Produkten abgebildet war. Die neue Verpackung zeigt ein ruhiges Porträt eines von Bäumen umgebenen Sees, das für Lando Lakes steht, sowie den Hinweis Farmer-owned. Das Originalbild von Mia, das von dem Illustrator Arthur C. Hansen entworfen wurde, erschien erstmals 1928 auf den Etiketten von Lando Lakes. Allerdings wurde Mia auf stereotype Weise dargestellt. Sie trug traditionelle Kleidung und hielt ein Milchprodukt in der Hand. Im Laufe der Jahre wurde die Abbildung während ihrer Darstellung indigener Völker kritisiert und viele hielten sie für eine rassistische Objektivierung. In den 1950er Jahren stellte der Künstler Patrick de Jalea Mia neu dar, um den Stolz der Ureinwohner im Mittleren Westen zu fördern. Trotz der Kontroversen blieb Mia seit ihrem Debüt ein Diskussionsthema. Das Rebranding von Lando Lakes wurde als ein Schritt zu mehr Respekt und Inklusion bei Verpackung und Marketing angesehen. Nummer 10. Dickinson Dining Services hat beschlossen, die beliebte Geschmacksrichtung Plantation Mint in Perfectly Mint umzubenennen. Mehrere Personen hatten Bedenken über den Namen des Tees und seine mögliche rassistische Konnotation geäußert. Errol Huffman, der Direktor des Speiseservice, erklärte, dass die Entscheidung, diesen Tee nicht mehr anzubieten, auf der Sensibilität und der möglichen Assoziation mit dem Namen beruhte. Es gab auch viele Diskussionen darüber, welche Bedeutung der Name des Tees angesichts der Geschichte der Vereinigten Staaten hat. Der Name Plantation Mint soll vor mehr als 50 Jahren von der Mutter des heutigen Geschäftsführers gewählt worden sein. Der Name wurde von der Liebe der Mutter zu den Teegärten auf der ganzen Welt beeinflusst, die immer noch als Plantagen bezeichnet werden. Nummer 9. Streets, ein Eiscreme-Hersteller, hat sich zu Gerüchten über eine mögliche Namensänderung des kultigen australischen Eiscreme-Produkts Golden Gaytime geäußert. Die Spekulationen kamen auf, als ein Aldi-Kunde entdeckte, dass Packungen der Eiscreme unter einem anderen Namen, Cookie Crumble, verkauft wurden. Einige Leute dachten, die Namensänderung hätte mit politischer Korrektheit zu tun. Ein Sprecher von Streets stellte jedoch klar, dass Cookie Crumble der Name ist, der in Neuseeland für das gleiche Eisprodukt verwendet wird. Und der Sprecher betonte, dass es keine Pläne gibt, den Namen von Golden Gaytime in Australien zu ändern. Die Bedeutung des Namens sei seit seiner Einführung im Jahr 1959 unverändert geblieben. Das Unternehmen räumt ein, dass sich Kultur und Sprache im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben, aber dass Golden Gaytime Eiscreme für alle Menschen gedacht ist, die es genießen wollen, unabhängig von ihrer Identität oder wen sie lieben. Nummer 8. Dixie Beer wurde 1907 gegründet und hat eine lange Geschichte als eine der ältesten Biermarken der Vereinigten Staaten. Sie hatte mehrere Besitzer und musste viele Herausforderungen meistern, darunter eine Zeit, in der sie nach dem Hurricane Katrina nicht mehr in ihrem Heimatstaat Louisiana gebraut wurde. Infolgedessen hat sich die aktuelle Version von Dixie Beer im Vergleich zu seiner ursprünglichen Form vor über einem Jahrhundert stark verändert. Im November 2020 gab Dixie Beer bekannt, dass es einen neuen Namen annehmen wird. Der neue Name, der Anfang 2021 offiziell eingeführt wird, lautet Farber Brewing Company. Für diejenigen, die mit der Terminologie von New Orleans nicht vertraut sind, ist der Name eine Hommage an die verschiedenen Viertel der Stadt. Farberg ist ein französisches Wort, das in New Orleans üblicherweise für Nachbarschaft steht. Gail Benson, die Geschäftsfrau hinter der Brauerei, der auch das Basketballteam der New Orleans Pelicans gehört, spielte eine entscheidende Rolle beim Bau einer neuen Brauerei als Ersatz für die durch den Hurricane Katrina zerstörte Brauerei. Dadurch kehrte die Produktion von Dixie Beer zu ihren Ursprüngen in der pulsierenden Stadt New Orleans zurück. Bei der Wahl eines neuen Namens konsultierte Farber Brewing zahlreiche Personen aus verschiedenen Bereichen, darunter Beschäftigte im Gastgewerbe, Historiker und Bierliebhaber, und erhielt online über 5400 Namensvorschläge. Nummer 7.
Cheekies, früher bekannt als Cheekos, ist eine schokoladenähnliche Gelee-Süßigkeit, die den Jelly Beans ähnelt. Im Gegensatz zu den bunten Jelly Babies sind Cheekies jedoch ganz dunkelbraun und haben einen Kakaogeschmack. Im Juni 2020 kündigte Nestlé das Unternehmen hinter den Cheekies an, den Namen dieser Süßigkeit zu ändern, um den inklusiven Charakter der modernen Gesellschaft wiederzuspiegeln. Die Entscheidung, den Namen zu ändern, wurde getroffen, um sicherzustellen, dass nichts, was sie tun, ihre Freunde, Nachbarn und Kollegen ausgrenzt. Nestlé betonte, dass ihre Werte auf Respekt beruhen und dass die bisherigen Namen Konnotationen hatten, die nicht mit diesen Werten übereinstimmten. Das Wort Chico bedeutet im Spanischen Junge. Obwohl es in Australien im Allgemeinen nicht als abwertende Bezeichnung für Menschen lateinamerikanischer Abstammung verwendet wird, könnte es eine solche Bedeutung haben. Am 16. November 2020 gab Nestlé bekannt, dass Cheekies der neue Name für die Süßigkeit sein wird und die Verpackungen mit dem neuen Namen waren Anfang 2021 in den Geschäften erhältlich. Nummer 6. Ben's Original, früher besser bekannt als Uncle Ben's, ist eine amerikanische Marke, die Parboiled Reis und verwandte Lebensmittelprodukte anbietet. Die Marke wurde ursprünglich von der Converted Rice Incorporation eingeführt, die heute zu Mars Incorporations gehört. Uncle Ben's Reis wurde nach seiner Einführung im Jahr 1943 schnell populär und blieb bis in die 1990er Jahre der meistverkaufte Reis in den Vereinigten Staaten. Er profitierte auch von der reichen Geschichte des Reises in der afroamerikanischen Esskultur und der Reisproduktion im Land. Von 1946 bis 2020 war auf der Verpackung das Bild eines älteren afroamerikanischen Mannes mit Fliege abgebildet, der angeblich einem Chicagoer Maître d'Hôtel namens Frank Brown nachempfunden war. Der Name Ben könnte von einem gewieften Reisbauern aus Houston inspiriert worden sein. Mars erklärte jedoch, dass es nicht sicher sei, ob es wirklich jemanden namens Ben gab. Laut Mars war Onkel Ben ein afroamerikanischer Reisbauer, der für die gute Qualität seines Reises bekannt war. Der Name Uncle Ben's wurde von Gordon L. Howell gewählt, einem Unternehmer, der während des Zweiten Weltkriegs Reis an das Militär lieferte. Im Jahr 2007 wurde das Image der Marke durch eine neue Werbekampagne verändert. Die neu gestalteten Verpackungen sind seit Juni 2021 in den Vereinigten Staaten erhältlich. Dieses Rebranding wurde durchgeführt, um der Marke ein zeitgemäßeres und respektvolleres Image zu geben. Nummer 5. Die umstrittenen Leckereien, die in den Niederlanden als N-Wort-Söhnen und in Deutschland als N-Wort-Küsse bekannt sind, haben aufgrund ihrer abwertenden Namen und Verpackungen mit rassistischen Konnotationen viele Diskussionen ausgelöst. Der Ursprung dieser Leckereien liegt etwa 200 Jahre zurück in Dänemark und sie haben sich in ganz Europa verbreitet. Vor kurzem kündigte der finnische Schokoladenhersteller Brunberg an, die Verpackung seiner Schokoküsse zu ändern, um stereotype Bilder zu entfernen. Der ursprüngliche Name der Leckerei in Deutschland war N-Wortskussen, aber 2001 wurde sie in Brunbergs Kussjes umbenannt. Auch in den Niederlanden wurde der Name in Schokozoen geändert. Auf der Verpackung waren zwei afrikanisch aussehende Figuren abgebildet, die sich küssen, wobei eine von ihnen eine Trommel trägt. Stattdessen zeigt Brunberg jetzt eine Illustration der Skyline von Porvoo, der alten Stadt, in der das Süßwarenunternehmen 1871 gegründet wurde. Es ist nicht das erste Mal, dass ein finnisches Süßwarenunternehmen wegen als rassistisch angesehener Bilder in die Kritik geraten ist. Im Jahr 2007 kündigte Fazer ein weiteres finnisches Unternehmen an, Pläne, das Maskottchen eines seiner Produkte abzuschaffen. Das Maskottchen stellte eine schwarze Figur mit übertrieben roten Lippen und Cornrows dar, die an Blackface-Karikaturen erinnerten. Dies zeigt, dass sich die Unternehmen zunehmend der Sensibilität für rassistische Themen bewusst werden und sich um mehr Inklusion bemühen. Nummer 4. Der Frito Bandito war ein Cartoon-Maskottchen für Fritos Maischips, das von 1967 bis 1971 in Werbekampagnen auftauchte. Die Figur und die Art, wie sie dargestellt wurde, waren jedoch aufgrund der Stereotypen, die sie verstärkte, problematisch. Der Frito Bandito sprach gebrochenes Englisch und wurde als mexikanischer Bandit dargestellt, der die Leute um ihre Fritos-Chips beraubt. Dies trug zu dem Stereotyp des mexikanischen Banditen bei, den man oft in Westernfilmen sieht, und verstärkte das negative Bild der mexikanischen Bevölkerung. Das Design des Frito Bandito wurde von Tex Avery entworfen, einem bekannten Zeichner, der an vielen berühmten Zeichentrickfiguren gearbeitet hat. Die Figur trug einen Sombrero, hatte ein Holster mit zwei Pistolen, einen Goldzahn, Stoppeln und einen langen, bedrohlich aussehenden Schnurrbart. Die Stimme des mexikanischen Banditen wurde von Mel Blanc gesprochen, einem legendären Synchronsprecher, der für seine Arbeit an Figuren wie Bugs Bunny, Daffy Duck und Porky Pig bekannt war. Schließlich wurde der Frito Bandito 1971 aufgrund der zunehmenden Kritik an der Figur in den Ruhestand versetzt. Zwei neue Maskottchen wurden als Ersatz eingeführt.
Die Mancha Bunch, eine Gruppe von Cowboys, und W.C. Fritos, eine Figur, die vom Komiker W.C. Fields inspiriert wurde. Nummer 3. Die Debatte darüber, ob die alte Mrs. Butterworth-Sirupflasche einer Großmutter ähnelt, kann subjektiv sein und von individuellen Interpretationen abhängen. Während manche Menschen das Aussehen der Flasche als unschuldig und großmütterlich ansehen, assoziieren andere sie mit dem Klischee der Mammy. Mammy ist in den Vereinigten Staaten seit jeher eine abwertende und stereotype Darstellung schwarzer Frauen als Dienstmädchen und Pflegerinnen. Conagra, die amerikanische Holdinggesellschaft für verpackte Konsumgüter, ist sich bewusst, dass einige Verbraucher die Verpackung als rassistisch empfinden könnten. Sie haben daher beschlossen, eine Markenüberprüfung durchzuführen, was darauf hindeutet, dass zumindest eine gewisse Besorgnis darüber besteht, wie die Verpackung interpretiert werden könnte. Es ist ein positiver Schritt, dass Unternehmen wie Conagra bereit sind, auf das Feedback und die Bedenken der Verbraucher zu hören und Änderungen vorzunehmen, um den modernen Werten dann wiederum gerecht zu werden. Nummer 2. Die Entscheidung von B&G Foods, das Bild des schwarzen Kochs von der Cream of Wheat-Verpackung zu entfernen, scheint auf die potenziell beleidigenden Assoziationen zurückzuführen sein, die das Bild hervorrufen könnte. Ursprünglich wurde der Koch Rastus genannt, ein abwertender Begriff für schwarze Männer. Außerdem wurde er als ungebildeter Koch dargestellt, der keine Ahnung von Vitaminen hat. Obwohl sich die Figur im Laufe der Jahre weiterentwickelt und verändert hat, war die ursprüngliche Grundlage für die Figur problematisch. Die Entscheidung, das Bild zu entfernen, zeigt, dass sich die Unternehmen der Notwendigkeit bewusst sind, kulturell und rassistisch sensible Bilder zu überdenken. B&G Foods hat das Feedback und die Bedenken der Verbraucher ernst genommen und ist bereit, Maßnahmen zu ergreifen, um seine Marke bei Bedarf zu überarbeiten und zu verändern. Nummer 1. Die Entwicklung der Figur der Miss Chiquita zeigt, dass Chiquita Banana sich der Notwendigkeit bewusst ist, sich an die sich ändernden gesellschaftlichen Normen und Erwartungen anzupassen. Miss Chiquita war ursprünglich eine sexualisierte Bananenfigur, aber es ist verständlich, dass solche Darstellungen heute als unangemessen gelten. Die Tatsache, dass das Unternehmen die Figur im Laufe der Jahre verändert und angepasst hat, ist ein positiver Schritt zur Beseitigung abwertender Elemente. Die Beseitigung von Stereotypen und die Darstellung der Figur als menschliche Frau anstelle einer sexualisierten Banane ist eine deutliche Verbesserung. Es ist jedoch wichtig, dass Chiquita Banana weiterhin prüft, ob weitere Anpassungen notwendig sind, um sicherzustellen, dass die Figur nicht mehr beleidigend oder stereotyp ist. Hast du jemals eines dieser umstrittenen Lebensmittel gegessen? Und was denkst du über die Tatsache, dass die Namen geändert werden mussten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.